Das hilft erstmal, mit Jugendlichen zu sprechen, aber was noch viel mehr hilft, ist ihnen auch einfach erstmal zuzuhören. Erstmal nicht zu urteilen und auch nicht von der eigenen Erfahrung oder der Erfahrung der eigenen Kinder auszugehen. Es geht darum, Orte aufzusuchen, an denen sich junge Menschen aufhalten, auch im Netz. Aber man muss auch nicht zwingend sofort interagieren. Die meisten Erwachsenen sind auf TikTok nämlich, wie ich finde, auch ziemlich peinlich. Sondern auch hier geht es darum, zu beobachten. Und wir brauchen strukturell verankerte Jugendbeteiligung überall, in jedem Dorf und in jeder Stadt, um allen Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, ihre Themen einzubringen. Und dafür braucht es Formate und niedrigschwellige Angebote.